Liebe Traunsteinerinnen und Traunsteiner, am Ende eines Jahres blickt man häufig zurück und natürlich auch nach vorne, was das neue Jahr so bringen wird. Ich will in dieser Botschaft beides gar nicht so sehr vertiefen. Mir geht es darum, mich zu bedanken bei Ihnen, dass wir zusammengehalten haben in diesem Jahr, auch in schwierigen Situationen. Natürlich in der alles überdeckenden Corona-Situation, aber auch in den Situationen, ja, der beiden Bombenfunde und auch des Hochwassers. Wir haben zusammengeholfen, haben zusammengestanden und haben alle Schwierigkeiten hervorragend gemeistert. Mein Dank gilt Ihnen auch für das große bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt, im sozialen Bereich, im sportlichen, im kulturellen. Alle Bereiche waren heuer ja mit großen Schwierigkeiten versehen, aber trotzdem wurde wieder eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Und bedanken möchte ich mich auch sehr herzlich bei den Mitgliedern des Stadtrates und der Stadtverwaltung. Denn auch für diese beiden Gruppen war es nicht ganz einfach, dieses Jahr zu meistern. Mit vielen Schwierigkeiten versehen, haben wir doch im Stadtrat einiges auf den Weg bringen können und können optimistisch in die Zukunft schauen. Die Stadtverwaltung hat immer wieder flexibel auf neue Situationen reagieren müssen und auch dies bestmöglich und hervorragend gemeistert. Deswegen gilt auch hier mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus und in allen Dienststellen. Und ich wünsche uns für das kommende Jahr, dass es, das dürfen wir glaube ich schon sagen am Ende dieses Jahres, dass es ein besseres werden möge als dieses Jahr. Aber bewahren wir uns auch ein bisschen den Blick von außen. Trotz aller Schwierigkeiten sind wir immer noch eine Stadt und ein Land, das ganz viel Substanz hat, das ein gutes Fundament hat. Und von dem aus können wir, glaube ich, vieles in der Zukunft auch, auch gestalten und zum Besten für unsere Stadt und für unser Land bewirken. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, alles Gute für Sie und Ihre Familien und vor allem Gesundheit.